Ubisoft. Cyberpunk, nicht das schlechteste Subgenre des Science-Fictions, aber seit Ende der 90er auch etwas durch, oder? Du musst es ja wissen, aber Watch Dogs gehört nicht zum Cyberpunk-Genre. Ich sehe hier weder Punk noch allzu viel Cyber. Charaktervorstellung durch Anrempeln. Lange nicht mehr gesehen. Aus gutem Grund. Seit wann hat man das nicht mehr gesehen? Und warum ist es schlecht? Ich habe so viele Fragen. In der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Hacken ist leicht, wenn du nur ein grafisches Interface anstatt einen auf einem Monitor geschriebenen Code verwendest. Außerdem ist Aiden in einem Spiel, in dem es ums Hacken geht, nichts weiter als ein besserer Script-User, welcher bereits erstellte Hacking-Programme benutzt. Solch ein Hack hat mit Hacken genauso viel zu tun, als würde ein Kind einen Aimbot in Counter-Strike verwenden. Das Spiel spiegelt eher eine Fantasy-Sichtweise des Hackings wider, das stimmt. Aber wär's dir lieber, das ganze Spiel über nur in einem dunklen Raum zu sitzen und auf einen Bildschirm zu starren und Codezeilen einzutippen? Ich glaube nämlich nicht. Das Verlockende an Cyberkriminalität ist, dass man Daten und Geld von der anderen Seite des Planeten stehlen kann, ohne irgendwo hingehen zu müssen. In einer Lobby abzuhängen und alles mit einer App zu hacken, widerspricht der ganzen Idee. Da könnte man ja gleich einen handgeschriebenen Zettel an der Rezeption abgeben, auf dem draufsteht, dies ist ein Überfall. Es ist nicht auszuschließen, dass Aiden und Damien Zugriff auf das lokale Netzwerk des Mello Hotels brauchen. Immerhin hat so ein High-End-Hotel höchstwahrscheinlich eine eigene Firewall oder ein VPN, das Zugriffe aus dem Netz verhindert. Wenn sie durch das eigene LAN- oder WLAN-Netzwerk des Hotels zugreifen, macht es durchaus vieles leichter. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Und du weißt dies, weil du auch ein Hacker bist. Aber wir müssen die Spieler daran erinnern, für den Fall, dass niemand weiß, was Hacken bedeutet. Man nennt es auch Charakterisierung. Damien wird hier als überheblich und selbstüberzeugt dargestellt, was ihn am Ende zum Verhängnis wird. Besündigst du etwa Charakterisierung? Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Damien redet, als wüsste er, dass es sich hier um den Anfang der Geschichte handelt und er so viele Informationen wie möglich bekannt geben muss. Das ist dieselbe Sünde wie vorher, nur anders formuliert. Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Ich frage mich gerade, ob das Erkennen eines unerlaubten Zugriffs in einem Netzwerk in seiner visuellen Darstellung eines Datenstroms solch einen nervigen Alarm machen muss. Frage ich mich auch immer, wenn ich Benachrichtigungen von deinen YouTube-Videos bekomme. Damien, es ist vorbei. Nochmal, warum bist du überhaupt da? Damien ist ganz eindeutig mit dem Netzwerk verbunden. Du und dein Smartphone sind dort vollkommen überflüssig. Erneut eine Sündendopplung. Damien hat anfangs gesagt, dass Aiden loslegen soll, sprich es muss irgendwas mit dem Netzwerk des Hotels zu tun haben. Cyberpunk erfordert das Tragen von Trenchcoat-Klischee. Das sind die Regeln. Das ist kein Trenchcoat. Das hier ist ein Trenchcoat. Das hier ist eher ein Bikermantel oder sowas ähnliches. Und wo ist das bitte ein Klischee? Nur wegen Blade Runner und Matrix? Und nochmal, das ist kein Cyberpunk, wenn überhaupt Cyberthriller oder Cybernoir. Komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Ich muss Untertitel anmachen, oder? Ich stimme zu. Das Spiel hat eine viel zu leise Sprachausgabe und ich hasse es, Untertitel zu lesen. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Ein Paradebeispiel für Offscreen-Teleportation. Dieses Arschloch kam gerade um die Ecke und dann kommt Jordi nicht mal 5 Sekunden später um die gleiche Ecke, um ihn abzustechen. Dafür müsste Jordi die ganze Zeit bereits hinter diesem Clown hergelaufen sein. Dann wäre dieser Angriff allerdings keine Überraschung mehr gewesen. Sagt er, während Aiden sich das ganze Spiel über hinter solchen Idioten herschleichen kann, ohne dass sie ihn bemerken? Warum kann das nicht auch für Jordi gelten? Zumal du nicht hinter jemandem sein musst, um schnell an ihn heranzukommen, um ihn abzustechen. Nicht, dass ich darüber etwas wüsste. Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, die habe ich auch gerufen. Oder du könntest niemand anrufen und einfach gehen. Keine Sau im Stadion weiß, was da unten abgeht. Ihr macht es euch nur schwerer, indem ihr die Polizei involviert. Was hat Jordi gerade gesagt? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung, 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 Ablenkung. Wenn er eine Ablenkung für notwendig hält, werden sie wohl kaum einfach gehen können. Klasse. Pünktliche Bullen. Du brauchst Tutorial, ich hab Polizei. Okay. Es war lustig. Punktabzug. Hacken funktioniert nicht durch Sichtkontakt. Du kannst keine Schaltfläche bedienen, indem du mit einer Kamera drauf schaust. Ganz egal, welche dumme, ausgedachte Videogame-Logik du mir hier andrehen willst. Dem stimme ich zu, aber ich frage nochmal, wäre es dir lieber, die ganze Zeit Textzeilen auf das Smartphone zu tippen? Soll das Spiel aktiv schlechter sein? Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abregeln.
Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Sollte die Polizei laut Jordi nicht die eigentliche Ablenkung sein? Kannst du mal sehen, was das für eine schlechte Idee war und letztlich nur für ein Schleichtutorial eingebaut wurde. Aiden konnte nicht wissen, dass die Polizei so schnell reagieren würde, wie seine Reaktion, toll, pünktliche Cops, zu entnehmen ist. Außerdem, das Baseballteam von Chicago heißt Chicago. Kannst du lesen? Wo wird hier auf dem Poster suggeriert, dass man die Baseballmannschaft und nicht die Stadt meint? Immerhin ist das ein dickes Spiel, da wird man schon mal die ganze Stadt anfeuern können. Ein Münzfernsprecher? In einer Zeit, in der jeder ein Mobiltelefon besitzt? In einem Land, in der heute jeder mit einer Kreditkarte anstatt mit Bargeld rumläuft? In einem Game, in dem... Ach komm, vergiss es. Das ist wenn dann eine Sünde für die USA, nicht für das Spiel. Denn immerhin haben die USA diese Münztelefone, nicht dieses Spiel. Und Münztelefone haben immer noch ihren Nutzen. Noch keine Spur vom Verdächtigen, wir suchen weiter. Die Autos in diesem Spiel fahren sich wie Backsteine auf Rädern. Ich habe, um das zu testen, mal Räder an einen Backstein angebaut und kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, nein, das tun sie nicht. Außerdem kriegt wer den Fokus beim Fahren nicht benutzt hat. Außerdem ist dieser Abschnitt ebenfalls nichts weiter als ein sich vor der Polizei verstecken und flüchten Tutorial, da weder die Cops wissen, wie Aiden aussieht, noch dass er im Stadion war und damit auch keine Ahnung haben können, nach wem sie eigentlich suchen. Erstens, willst du etwa komplett blind in das Spiel gehen und nix lernen? Dann würdest du dich doch auch beschweren, dass es keine Erklärung für nix gibt und du einfach so ins kalte Wasser geschmissen wirst. Zweitens, doch die Cops wissen, nach wem sie suchen. Nach Black Viceroys, der Gang, die Jordi gegen die Cops ausgespielt hat. Was sie nicht wissen, ist, dass Aiden kein Viceroy ist und auch nicht wie einer aussieht. Kuscheltier fällt zu Boden, um Bilder eines sterbenden Kindes visuell zu ersetzen. Klischee. Wo ist das denn ein Klischee? Ich weiß, ich bin bei weitem nicht so alt wie du, aber ich habe so etwas noch nie in einem Medium gesehen. Abgesehen davon bekommt Lina keinerlei Charakterentwicklung. Da hätte man ja auch gleich Aidens Hund töten können. Das hätte vermutlich einen tieferen emotionalen Einschlag geschaffen. Hat zumindest bei John Wick funktioniert. Das kannst du nur sagen, weil als du dieses Video gemacht hattest, John Wick bereits draußen war. Allerdings existierte John Wick noch nicht, als dieses Spiel rauskam bzw. sich in der Entwicklung befand. Und hätte man tatsächlich Aidens Hund getötet, wäre vermutlich John Wicks Nichte gestorben. Zumal Linas Charakter für die Story eigentlich völlig unwichtig ist. Wichtig ist, dass sie Aiden am Herzen lag und er deshalb bereit ist, alles zu tun, um ihren Mörder zu finden und zu bestrafen, was auch das Töten zahlloser Menschen einbezieht. Hey, wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Aiden kann sein Smartphone benutzen, um Verbrechen zu erkennen und aufzuhalten, sobald die prozentuale Wahrscheinlichkeit einer Straftat hoch genug ist. Klingt das bescheuert für euch? Für mich auch. Es ist nicht mal so abwegig. Durch Identitätserkennung kann Aidens Smartphone anhand der Kriminalgeschichte des Täters wahrscheinlich ermitteln, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für irrationales Handeln bzw. eine Straftat ist. Ich meine, guck dir mal China an. Ein Geschenk, zwei geöffnete Limo-Dosen und ein beschissen aussehender Geburtstagskuchen, der kaum angerührt wurde. Der Sherlock Holmes in mir sagt, dass vor Aidens Ankunft keinerlei Partygäste hier gewesen sind. Und der Sherlock Holmes in mir sagt, dass das ziemlich sicher keine Sünde dieses Spiels ist und sich dafür keine Sau interessiert. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Wenn der traumatisierte Jackson mit niemandem redet, außer mit seiner Mutter, waren wirklich keine Kinder auf dieser Party. Kinder gehen nicht auf Geburtstage von Weirdos. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Erneut, wo ist das eine Sünde des Spiels? Legst du gerade deinen eigenen Maßstab über das Spiel und vergibst Punkte für die Kinder, die nicht zu deinen Geburtstagsfeiern kamen? Weil ich glaube, genau das tust du gerade. Dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Aidens Schwester redet mit ihm, als wären die beiden in einer Beziehung. Wenn man das Verhalten der beiden genauer beobachtet und die Tatsache berücksichtigt, dass der Vater von Lina und Jackson nie zu sehen ist oder jemals erwähnt wird, könnte man glauben, Aiden sei der Vater von Nicoles Kindern. Also entweder hast du keine Schwester oder keine Ahnung, wie Eltern miteinander über ihre Kinder reden. In beiden Fällen wüsstest du dann nämlich, dass Aiden und Nicole viel zu wenig Zuneigung zueinander zeigen, um in einer Beziehung zu sein oder gewesen zu sein. Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Scheinbar war Aiden nicht der Einzige, der auf seine Schwester stand. Und das ziehst du aus diesem einzigen Kommentar. Du bist auch so einer, der direkt ha! Gay! Schreit, sobald sich zwei Jungs zu lange in die Augen gucken, oder? Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Gehen Sie raus. Treffen Sie Leute. Leben Sie. Rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Seltsam, ich hatte solche Konversationen mit Frauen am Telefon schon so viele Male. Aha, aber Aiden ist ein Creep, weil er angeblich auf seine Schwester steht, hm? Bleib
Stelle hier haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Anstatt auf der Straße zu patrouillieren, benutzt die Polizei Scans, um Verdächtige aufzuspüren. Bedeutet, dass man in der gesamten Stadt keinen einzigen Cop sieht, es sei denn, sie verfolgen dich. Das ist falsch. Hin und wieder sieht man durchaus mal Cops auf der Straße. Nicht nur in Autos, sondern sogar zu Fuß. Es ist viel zu selten, definitiv. Aber was du hier behauptest, stimmt schlicht und einfach nicht. Ich hoffe, du hast eine Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Aiden wurde als Fahrer angeheuert, um einem Verbrecher die Flucht zu ermöglichen. Kann dieser nicht selber fahren? Offensichtlich nicht. Sonst bestünde ja keine Notwendigkeit, Aiden als Fahrer anzuheuern. Da. Er trifft sich nicht mit uns, sondern mit dir. Der Clown auf dem Rücksitz sagte nicht, dass ihr beide Quinn trifft. Also warum diese Klugscheißerkorrektur? Und das kommt von dem Mann, der Klugscheißerkorrekturen zum Hauptinhalt seines YouTube-Kanals gemacht hat und diese als Gamesünden bezeichnet. Obwohl, dieses Statement kommt von jemandem, der die Klugscheißer-Korrekturen klugscheißerisch korrigiert. Also... Die Bullen waren so schnell da, ich hab nicht... Alter Sack mit Gehstock und grauem Star, ich wette, dies ist der Bösewicht. Machen wir einen Deal. Ich gebe dir hier keinen Punkt, aber wenn du irgendwann mal grauen Star haben solltest und einen Gehstock brauchst, bezeichne ich dich auch als Bösewicht, okay? Deine Freunde. Dein Mädchen. Ihr könnt nun Spiele besorgt und versichern, bevor man den Laufburschen umlegt, zu der Liste der Bösewicht-Klischee-Apps zählen, welche von Lucky Quinn benutzt wird. Ich mache daraus jetzt auch ein Klischee. Rob vergibt Sünden für Charakterisierung-Klischee. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Quinn lässt Aiden laufen, obwohl er gerade Zeuge eines Mordes wurde. Wenn man bedenkt, wie viele Fixer es in Chicago gibt, die solch einen Fahrerjob genauso gut machen können, halte ich diese gefällige Geste für unwahrscheinlich. Rob vergibt Sünden für Charakterisierung-Klischee. Ein Gespräch mit einer Frau sollte niemals mit solch einem Satz beginnen. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Warum sollte man jemals glauben, eine Online-Persona ist die Beschreibung des Alters und des Geschlechts? Aiden, dein Nickname ist der Fuchs und dennoch hast du keine roten Haare. Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Aiden, du bist wirklich nicht gut im Umgang mit Frauen. Du fragst nach ihrem Alter und machst unerwünschten Körperkontakt. Kein Wunder, dass die einzige Frau in deinem Leben deine Schwester ist. Ich habe diese drei Sünden zusammen abgespielt, weil sie erstens alle die gleiche Situation beschreiben und um zweitens den Punkt zu machen, dass Aiden hier einen psychologischen Trick anwendet, um die Grenzen und Schwächen eines Menschen zu erkennen. Aiden hat Psychologie studiert, deshalb testet er Clara hier, um zu erkennen, was sie für ein Mensch ist, gerade weil er sie jetzt quasi zum zweiten Mal kennenlernen muss. Das hat nichts mit schlechtem Umgang mit Frauen oder mit falschen Annahmen von Online-Personas zu tun. Clara fragt ihn sogar nach dieser Szene noch, ob er Schwachstellen bei ihr gefunden hätte, dass du das nicht mitbekommen hast. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. In Anbetracht deines Verhaltens ist sie es. Ah ja, schon die vierte Sünde für diese Szene. Das kann ich auch. Ein mächtiges Tool. Oh Mann, Apple und Samsung haben die beste Werbemöglichkeit in einem XXX-Videogame verpasst. Wäre es nicht eher ein Punktabzug wert, weil eben keine Werbung an einem idealen Punkt wie diesem gemacht wurde? Oder hättest du auch Punkte vergeben, wenn dort ein Apple- oder Samsung-Logo gewesen wäre? Ich glaube nämlich, genau das hättest du getan. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Ja, du hast einen 17-jährigen Jungen erwartet. Mann, klingt das schräg. Aha, immer noch dabei, für diese Szene Punkte zu vergeben, hm? Nochmal, Aiden hat Psychologie studiert. Der weiß genau, was er tut. Und ich weiß genau, dass ich jetzt noch einen Punkt vergeben werde. Bellwether. Dieser Typ hat einen singenden Fisch an der Wand. Das gibt einen Punkt für schlechten Geschmack. Wieso ist ein singender Fisch an der Wand schlechter Geschmack in einem Spiel, das von einem Charakter, der... Alter, weißt du was? Ich mach daraus jetzt auch ein Klischee. Rob zieht die Sündenpunkte unnötig hoch, Klischee. Damien benutzt die gleiche Schriftart und Textanimation wie Clara bei ihrem Bildschirmhack. Er hat sogar denselben Trick drauf, die Nachricht perfekt getimed anzuzeigen, wenn er ihn gerade hinsieht. Er könnte sie theoretisch auch auf Repeat Loop gespielt haben, aber ich werde den Punkt dafür vergeben, dass Rob scheinbar auf einen leeren Bildschirm starren möchte, anstatt die Story voranzubringen. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Damien ist ein Arsch zu Sektflaschen. Und du bist ein Arsch zu Damien. Und ich bin ein Arsch zu dir. Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Wie ich sehe, benutzt Damien die Krüppel-App, um bei Aiden Nachsicht zu erlangen. Rob zieht die Sündenpunkte unnötig hoch, Klischee. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet.
Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Alter, Damien bietet dir eine solide Spur zu der Person, die deine Nichte getötet hat. Du schlägst verzweifelt deine Verschwörungswand vor lauter Frustration, aber anstatt etwas Vernünftiges zu tun, lehnst du das Angebot ab, um das Spiel unnötig in die Länge zu ziehen, während du eine Knastmission spielst, die rein gar nichts bringt. Er hat recht. Aiden kann den Hacker und damit den Mörder seiner Nichte selbst finden und er braucht Damien dafür nicht. Dass er Frustration zeigt, bedeutet nicht, dass er keine Fortschritte macht. Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Mir ist dann noch ein Trend bei Ubisoft-Spielen aufgefallen. Es gibt immer einen Nebencharakter, der wesentlich interessanter ist als der Hauptcharakter. Und mir ist da ein Trend bei dir aufgefallen. Jedes Mal, wenn du den Charakter als interessant bezeichnest, vergibst du einen Punkt, obwohl ein guter Charakter in einem Spiel, in dem, laut Videotitel, alles falsch ist, doch eigentlich einen Punkt Abzug wert ist, oder nicht? Oder ist mir da nicht ganz klar How to Game Sünden? Mach mal Platz. Warum steht eine gut gekleidete Stadtfrau nachts am Flussufer und angelt? Hobbys. Da. In World Games werden NPCs so programmiert, dass sie gewöhnlichen Tätigkeiten nachgehen. Ein Obdachloser, der nachts eine Grünfläche mitten in der Stadt mit einer Gießkanne bewässert, obwohl es ständig regnet, gehört nicht dazu. Nochmal, Hobbys. Hobbys machen verrückte Dinge mit einem. Ich meine, guck dir mal deine Videos an. An dieser Stelle kann man Aidens Smartphone nur noch als Zauberstab bezeichnen. Warum? Weil er Zugriff auf ein Gefängnissystem hat, für welches er sich nur eine Mission vorher Zugang verschafft hat? In einem Gefängnis, in dem Jordi einen Kontakt hat? Außerdem, der Grund, den Knast als Knassi zu besuchen, ist, einen Insassen davon abzuhalten, der Polizei Aidens Beschreibung zu geben. Und genau dafür lässt du gerade ein Verbrecherfoto von dir machen. Hast du nicht gerade erst die letzte Szene besündigt, in der Aiden seinen Namen im Gefängnisarchiv änderte? Bist du so ignorant oder tust du nur so? Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum in diesem Spiel Kameras an Personen angeheftet sind und warum man sie in alle Richtungen bewegen kann? Nö, weil ich Spaß an dem Spiel haben will und nicht über solch unnötigen Schwachsinn nachdenken möchte. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Was? Dieser Typ ist in mehreren Fällen der Tötung verurteilt worden. Sogar Jordi hat dafür gesorgt, dass er eindeutig als Mörder in den Knast geht und die geben ihm nur 60 Tage? In Chicago? Sag mal, verkauft Ubisoft das Gerichtsurteil von diesem Typen als DLC oder woher weißt du, für was genau er verurteilt wurde? Ganz ehrlich, jeder vernünftige Ermittler würde erkennen, dass der Typ schon vorher tot war und der Tätowierte ihn nicht getötet hat. 60 Tage bekommt er wahrscheinlich für die Verwicklung in Bandenaktivität oder sowas. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Du kannst nicht nur mit deinem Smartphone in das Knastsystem einbrechen und die Haftstrafen manipulieren, es ist sogar praktisch für mobile Geräte formatiert. Aha, also erkennst du doch an, dass Aiden sich in das Knastsystem gehackt hat, um seinen Namen zu ändern. Siehst du dafür jetzt eine Sünde ab? Nein? Alles klar. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Woher kann Damien wissen, dass Aiden sich direkt vor einigen hackbaren Bildschirmen befindet? Ach, vergiss es, Hacken ist Zauberei in diesem Spiel. Mal abgesehen davon, wo da das Problem wäre, immerhin ist es ein Spiel und nicht die Realität, was schließt es aus, dass Damien einfach Aidens Location getrackt hat und die Bildschirme in seiner Nähe anpeilte? Immerhin sagte er ja ganz offen. Finde einen Fernseher und 6 Jahre alt. Tragisch. Dieses Kuscheltier lag auf Linas Grab. Was macht es jetzt in Damiens Händen, abgesehen davon, ihn mir wie ein Bösewicht aussehen zu lassen? Glaubst du ernsthaft, die lassen ein Kuscheltier, welches als zentrale Erinnerung an das tote Kind dient, einfach so auf dem Friedhof liegen? Auch Friedhöfe haben Hygienevorschriften und ein Kuscheltier zählt definitiv nicht zu den Dingen, die man dauerhaft auf Gräber legen darf. Außerdem, warum solltest du einer Therapeutin trauen, bei der Jackson auf einem Bahnhof anstatt einer Praxis abgegeben wird? Dr. Yolanda ist eine Pflegetherapeutin, so etwas wie eine Ersatzmutter. Genau so verhält sie sich Jax gegenüber auch. Pflegetherapeuten können zwar auch Praxen besitzen, es ist allerdings offensichtlich, dass Jackson bei ihr in Heimpflege unterkommt. Nicht jeder Therapeut sitzt mit Brille und Anzug stundenlang vor dir in einem Sessel und hört sich deine Probleme an. Gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da
Aiden hat nur 5 Sekunden dafür gebraucht, etwas zu finden, was Damien nicht finden konnte. Was Aiden zum besseren Hacker macht und ulkig ist, weil Aiden ja nur ein Smartphone benutzt und Damien der Hacker mit dem Desktop-PC ist. Sagte er, während Footage läuft, wie Aiden einen Desktop-PC benutzt? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Eine kaputte Videodatei würde sich gar nicht erst öffnen lassen. Das hier sieht eher aus wie 50 Mal als WMV exportiert, ausgedruckt, draufgepisst und viel zu schnell auf eine billige DVD gebrannt, die dann anschließend mehrfach von einem Auto überfahren wurde. Die Beschreibung war ziemlich konkret. Du kennst dich nicht zufällig damit aus, oder? Ich habe hier ein paar Regierungsdaten rumliegen, die ich loswerden müsste. Komm her. Was ist denn los? Alter, du sprengst gerade dein Motelzimmer, weil ein Auto auf den Hof gefahren ist. Das Geräusch muss nicht unbedingt bedeuten, dass Leute kommen, um dich umzulegen, auch wenn tatsächlich Leute kommen, um dich umzulegen. Damit hatte er doch eigentlich mit allem recht, oder? Wo ist Sünde? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Also Bloom, die Clowns, die das CTOS entwickelt haben, sind ausgezogen und haben ein Loch mit Generalzugang in ihrem Netzwerk zurückgelassen, welches jeder manipulieren kann, der den Eingang findet? Für gewöhnlich sehe ich solch ein Maß an Inkompetenz nur von einer Kickstarter-Kampagne oder ein Steam Early Access Game oder Steam. Ich stimme tatsächlich zu. Ich gestehe Bloom ein gewisses Maß an Inkompetenz zu, aber das hier ist ziemlich harter Tobak. Das ist wie, als würde das galaktische Imperium einfach so einen Supersternzerstörer für die Rebellion zurücklassen. Der Bunker ist isoliert. Aiden hat nicht gesagt, dass er den Zugang zum Bunker von dir will. Ich glaube, du hast das Skript ein Stückchen zu weit gelesen. Was sollte er denn sonst von ihm wollen? Der Bunker ist, wie du ein paar Sünden zuvor gesagt hast, das Einzige, was Tobias besitzt. Also was sollte Aiden sonst von ihm wollen? Sein Gutschein für die Dönerküche? Ja, nimm du ihn. Und Aiden hat gerade einem obdachlosen Mann sein einziges Heim weggenommen. Tobias lebt nicht im Bunker. Wie Clara vorhin sagte, lebt er im Obdachlosenlager. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge, ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Du weißt nicht, wo der Eingang ist, aber dass du den Strom einschalten musst? Digga, diese Insel ist seit Jahren verlassen und schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Betrieb. Warum sollte Aiden davon ausgehen, dass es hier noch Strom gibt? Zumal diese Insel in der Nacht, als er und Clara hierher kamen, komplett dunkel war. Gebracht hat's nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Alle Banden unter einem Dach? Wir reden hier von drogendealenden afroamerikanischen Gangster-Motherfuckern, Motherfucker. Wenn die zusammen wohnen würden, hätten die sich alle schon längst gegenseitig umgebracht. Entweder das, oder es arbeitet sich eine Gruppe oder Person an die Spitze und dominiert alle anderen. Was genau das ist, was mit den Black Viceroys und Iraq passiert ist. Immerhin sind die einzige Bande in diesem Viertel und sind teilweise bewaffnet wie eine Paramilitäreinheit. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Es gibt andere und bessere Wege, einen romantischen Subplot anzuleiern. Das hier ist der typische Romantik-Tacker, welchen Ubisoft in jedem ihrer Games verwenden. Scheiße, eigentlich jeder in jedem Spiel heutzutage. Alter, wer versteht das hier bitte als Romantik-Tacker? Es wird nie etwas in diese Richtung erwähnt. Aiden ist kaum traurig, als Clara stirbt, und sie ist nie mehr als eine Freundin für ihn. Und hast du nicht vorhin dafür plädiert, Aiden würde auf seine Schwester stehen? Entscheid dich mal. Wie ich sehe, hat dieses Arschloch die Töte deiner eigenen Handlanger-App installiert. Ob der wohl auch ein Bösewicht ist? Rob besündigt Charakterisierung-Klischee. Das Design dieses Ice Cream Trucks soll Kinder wohl eher zum Weglaufen bringen. Rob zieht den Sündenzähler unnötig hoch, Klischee. Warum, dann siehst du's. Sag ich ja, ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Wenn diese zwei Leichen in einer Kühltruhe aufbewahrt werden, sollte Aiden sie nicht riechen können. Einfrieren unterbricht den Verwesungsfortschritt. Weißt du, was passiert, wenn Kühltruhen zu lange offen sind? Der Kühleffekt geht verloren und bringt für das, was in der Truhe liegt, nichts mehr. Und diese Kühltruhe ist sehr weit offen. Ich glaube, sie hat nicht einmal einen Deckel. Deshalb hat Jordi den Eiswagen auch zur Sprengung mitgebracht, um die Leichen loszuwerden. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Obwohl Aiden die Identität eines Mannes übernommen hat, der nicht einmal so aussieht wie er, wird er trotzdem als dieser erkannt und als Mr. Crispin angesprochen. Mr. Crispin ist Europäer. Außer seinen Wachen, die Aiden alle getötet hat, kennt ihn niemand in der Stadt. Also warum sollte er hier erkannt werden? Eine Waffe in einer Zwischensequenz abgeben bedeutet, alle Waffen zu verlieren.
Der Metalldetektor erkennt nicht, dass Aiden einen Schlagstock bei sich trägt. Sagtest du nicht gerade alle Waffen? Was ist denn der Schlagstock? Was zu essen? Und die Szene gibt uns keinen Anlass zu glauben, Aiden hätte seinen Schlagstock, dargestellt durch die Pistole, nicht abgegeben. Immerhin kann er ihn nicht benutzen. Ihnen viel Spaß damit. Dieser Raum ist vom Rest des Clubs nur durch eine dünne Schiebetür getrennt. Unglaubwürdig, dass jemand in solch einem Puffzimmer freaky werden könnte. Sprichst du aus Erfahrung? Ich glaube, du sprichst aus Erfahrung. Die Handschellen sind okay, aber auf keinen Fall haben wir hier ausreichend Seil, um eine Frau anständig zu verschnüren. Nicht, dass ich mich damit auskennen würde. Ja, definitiv aus Erfahrung. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Obwohl jeder weiß, dass Crispin auf harte Scheiße steht und man sich nicht wundern sollte, dass plötzlich das Mädchen im Zimmer anfängt zu wimmern, wird er trotzdem auf Verdacht angesprochen. Wo ist das Ansprache auf Verdacht? Der Mann hat lediglich gefragt, ob alles zu seiner Zufriedenheit ist. Das muss nicht bedeuten, dass er etwas vermutet. Drogen, Prostitution, Missbrauch, Menschenhandel, Mord, Kannibalismus, Pornografie. Dieses Game versucht verzweifelt, die allerdunkelsten Seiten der Unterwelt so krass wie möglich in Szene zu setzen, scheitert aber weiterhin daran, glaubhaft zu wirken. Nur weil du das so sagst, heißt es nicht, dass so etwas nicht glaubhaft rübergebracht wird. Immerhin ist Glaubhaftigkeit sehr subjektiv. Außerdem passieren solche Sachen halt wirklich. Geheime Auktionsmeetings, bei denen Menschen verkauft werden oder Internetangebote für sowas. Schon mal was vom Darknet gehört? Außerdem, was hat es mit dieser Webseite namens Hannibal Venus auf sich? Kann man sich dort eine junge Frau bestellen, um sie anschließend aufzufressen? Ja, ich sag ja, in der Unterwelt passieren die krankesten Sachen. Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Ich sagte genau dasselbe, nachdem ich dieses Spiel gekauft habe. Rob zieht den Sündenzähler unnötig hoch, Klischee. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Aidens Tarnung fliegt auf, weil er keinen Akzent hat und nicht, weil Quinn ihn erst vor ein paar Tagen bei diesem Fahrerjob gesehen hat? Wie dir aufgefallen sein dürfte, hat Aiden bei diesem Fahrerjob kein Wort zu Quinn gesagt. Er trug eine Maske und Quinn hat ihn zu keiner Zeit direkt angeschaut. Er dürfte im Idealfall nicht mal seine Mütze gesehen haben, welche hier das wiedererkennungswürdigste ist. Immerhin hat er nicht so die beste Sicht. Grauer Star und so. Das wird mir Kraft geben. Wieder Heiler? Plötzlich spricht das traumatisierte Kind zu Aiden, obwohl er gerade gesehen hat, wie sein Onkel ein Dutzend Männer vor seinen Augen getötet hat und er jetzt nur noch mehr traumatisiert sein sollte. Habt ihr mal in seine Augen gesehen, als dies geschah? Ich stimme zu. Was soll der Scheiß? Hast du die Tür gerade aufgetreten oder aufgesprengt? Er beherrscht die Macht des Roundhouse-Kicks. Muss wohl mit Chuck Norris verwandt sein. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich dir Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein, das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Wow. Wow. Raymond Kenny. Ein bisschen tippen auf der Tastatur und das gute alte Wow oder schau dir das an, Klischee, und der Computer hat all deine Probleme gelöst. Raymond Kenny ist, wie uns der zweite Watch Dogs Teil zeigt, eine lebende Legende unter DedSec-Mitgliedern, zu denen Clara gehört. Natürlich würde sie ihn vorschlagen, wenn sie davon wüsste, dass er in Chicago sei. Halleluja! Mein Freund, ich schulde dir ein Drink. Ich brauche keinen Drink, ich habe eine Bar. Oh, stimmt. Jedediah's Bar. Das bist du. Jedediah. In diesem Fall schuldest du mir ein Drink, Kumpel. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich habe die Verbindung zwischen Jed und Jedediah's Bar nicht verstanden und ob Kenny nun dort ist oder nicht. Es ist deine Sünde, nicht die vom Spiel. Bezahl den Mann. $100, Cash. Kaution für Schäden. 100 Mäuse für einen beschissenen Selbstgebrannten als Kaution für Schäden vor einer Barschlägerei? Du hast hier nicht viele Gäste, oder? Erstens, woher weißt du, dass der Selbstgebrannte beschissen ist? Zweitens, woher weißt du, dass er selbst gebrannt ist? Drittens, weiß Jed eindeutig, dass es zu Problemen kommen kann, wenn seine Gäste mit Kenny zu tun haben. Und viertens, scheinbar hat er viele Gäste, wenn er so viel Geld als Kaution für Barschlägereien nimmt. Barschlägereien gibt es nur bei vielen Gästen. Wenn niemand da ist, kannst du dich auch mit niemandem prügeln. Aiden hätte sich ein Foto von Kenny ansehen können, bevor er sich auf die Suche nach ihm macht. Das hätte uns dieses dumme Trinkspiel erspart und auch ganz besonders den Anblick dieser schrecklichen Whiskygläser, welche ich schon in Spielen vor Next Gen als wesentlich bessere und vor allen Dingen transparente 3D-Modelle gesehen habe. Jedediah hat gerade zum Ausdruck gegeben, dass es bei ihm in der Bar häufig Schlägereien und Schäden gibt.
Als guter Geschäftsmann würde ich mir da eher Gläser besorgen, die solchen Schäden standhalten, als jene, die aus Glas sind. Ich meine, die Gäste juckt es doch eh nicht, woraus sie trinken. Und da spare ich mir lieber das Geld für neue Gläser. Denn das macht uns nicht zur besten Freunde. Aidens Name und Bild ist in den Nachrichten, und zwar schon seit Ende des ersten Kapitels. Seltsam, dass Jacksons Therapeutin noch nicht die Polizei gerufen hat, oder Jedediah, oder irgendwer, oder warum man Aiden für Crispin gehalten hat, oder warum Aiden in den Knast geschlichen ist, um dort jemanden davon abzuhalten, seine Identität preiszugeben. Ach, vergiss es, diese Story hätte ein Dutzend Affen besser schreiben können. Wenn du mit Ende des ersten Kapitels die Gefängnissache meinst, dazu habe ich schon was gesagt. Allerdings ist es hier etwas anderes. Bloom hat das CTOS darauf eingestellt, Aiden Pierce direkt zu finden. Es wird impliziert, dass das durch einen Tipp von Damien passierte. Und Kenny ist hier besorgt, dass Bloom dasselbe auch für ihn machen könnte. Immerhin wollen sie ihn tot sehen. Aidens Name und Bild sind jetzt erst veröffentlicht worden. Nicht vorher, nicht später. Die Story braucht einiges an Hintergrundwissen, um verstanden zu werden. Das gebe ich zu. Aber das heißt nicht, dass ein Dutzend Affen sie hätte besser schreiben können. Ich überlasse dir die Ehre. Warte, wo? Moment. Für mein Portfolio. Du musst dich vor der Polizei, der Unterwelt und deinen ehemaligen Arbeitgebern verstecken, kannst aber Bilder für Instagram machen und hochladen. Er sagte Portfolio, nicht Instagram. Kenny ist viel zu alt, um Instagram zu nutzen. Portfolio kann auch vieles anderes heißen. Trillionen Bytes Information an der Fingerspitze. Eine Trillion Bytes ist nur ein paar Terabyte. Ich schätze, Informationen über alles und jeden in Chicago braucht etwas mehr Speicher. Gut, darauf habe ich mich gefreut. Das ist das falscheste Statement in diesem ganzen Video und ich weiß nicht wirklich, wie Rob auf ein paar Terabyte kommt. Byte werden wie Gramm, Kilogramm, Liter und so weiter in Tausender-Schritten gerechnet. Also 1000 Bytes sind ein Kilobyte, 1000 Kilobyte sind ein Megabyte und so weiter. Die größte Messeinheit für Daten, die die Menschheit aktuell nutzt, sind sogenannte Petabyte bzw. 1000 Terabyte. Der größte Datenspeicher der Welt, den die Menschheit aktuell besitzt, fasst 125 Petabyte oder 125.000 Terabyte. Wollt ihr wissen, wie viele Petabyte eine Trillion Byte sind? 1000! Oder anders gesagt, eine Million Terabyte! Selbst wenn Rob hier Bit anstatt Byte meinte, sind das immer noch genau 125 Terabyte, was zu dem Zeitpunkt immer noch der größte Datenspeicher der Menschheit gewesen wäre. Wie kommt er auf diese sinnlose Aussage? Oder hat er Trillionen mit Millionen verwechselt? Oder hat er sich einfach nicht den Aufwand gemacht, 5 Minuten lang Bytegrößen auszurechnen? Ich habe das nämlich gemacht. Und ich finde, dafür könntet ihr mir mal einen Like geben. Raymond Kenny. Im Ernst? Ich dachte, in diesem Spiel sind Models kleines. Doch sind sie. Man nennt es 3D-Models. Rob zieht den Sündenzähler unnötig hoch, Klischee. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mir los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Kannst du bitte endlich aufhören zu labern, damit wir endlich diesen öden Bosskampf hinter uns bringen können? Danke. Kannst du bitte endlich aufhören zu labern, damit wir endlich dieses öde Video hinter uns bringen können? Nein? Geht noch weiter? Na schön. Du denkst nicht zu Ende, Damien. Eine sich um die Protagonisten drehende Kamera steigert die Spannung in dieser Szene um ganze 20%. Zeit für ein neues Klischee. Rob besündigt etwas, das er mag, Klischee. Oh nein, du hast soeben Aidens Identität veröffentlicht, welche der Presse und der Polizei bereits bekannt ist. Es geht nicht darum, Aidens Identität zu leaken, sondern die Bürger in der Umgebung darauf aufmerksam zu machen, dass sich Aiden direkt unter ihnen befindet, damit sie die Polizei rufen. Was meinst du, wie viele gesuchte Straftäter tagtäglich auf den Straßen amerikanischer Großstädte herumeiern und keine Sau erkennt sie? Menschen sind keine situativ aufmerksame Spezies. Besonders nicht, wenn sie 24/7 an die Bildschirme von Smartphones geklebt sind. Mach dir keinen Stress, die Telefone der Partygäste zu hacken, um Default zu finden. Er ist genau dort oben und macht einen DJ. Siehst du? Er winkt sogar. Es geht auch nicht darum, Default zu finden, sondern ihn aus Aidens Handy herauszuschmeißen und die Daten zurückzubekommen. Aus die Maus. Default, der Deadmaus für Arme, ist tot und wir erfahren weder seinen Namen noch die Motivation dieses unreifen Hackers. Letztlich gab es diesen nervigen Pisser nur, damit man die Story nochmal ein Stückchen unnötig in die Länge ziehen konnte. Falsch. Sein Name ist JB Markowitz. Und diesen erfahren wir von ihm selbst, als wir seinen Club betreten. Und seine Motivation war es, Aiden zu zeigen, dass er besser ist als er.
was du gemerkt hättest, wenn du im Club auf seine Aussagen geachtet hättest, die er in Edens Handy eingespeist hat. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Selbstverständlich nicht. Es kommen bestimmt noch drei weitere Watch Dogs-Spiele, damit Ubisoft auch wirklich die restliche Milch aus dieser Kuh melken kann. Ich ziehe hier einen Punkt ab, weil du ziemlich genau die Anzahl der Nachfolger von Watch Dogs vorhergesagt hast. Hut ab, du kennst Ubisoft sehr gut. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Quinn hat buchstäblich nur eine Wache verdoppelt. Es geht um die Wachen draußen. So eine reizende Frau, Rose Washington. Wäre sie nicht gestorben, wo wäre ich dann? Wir haben also das gesamte Spiel damit verbracht, herauszufinden, dass auf der kaputten Datei ein Erpresservideo ist, auf dem der Bürgermeister eine Frau umbringt. Ich bin beeindruckt. Ich habe rein gar nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht. Du hast eindeutig die Story nicht verstanden. Also, Lucky Quinn, der Besitzer des Mello, dachte, dass bei dem Job von Damien und Aiden die beiden hinter dem Erpresservideo her waren, mit dem Quinn seine kriminelle Macht in der Stadt gefestigt hat. Nur dank dieses Videos ist Quinn überhaupt so mächtig. Deshalb hat er Maurice auf Aiden angesetzt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Lina war nur eine weitere Leiche in einem Unterweltkrieg, mit dem Aiden nichts zu tun hatte. Ich weiß es, es gibt Beweise. Noch nicht gehört? Ich bin der Rächer. Ich erledige Abschaum wie Sie. Hättest du dies mit einer tieferen, Batman-klingenden Stimme gesagt, hätte ich ein paar Punkte abgezogen. Machen wir uns nichts vor. Das hättest du nicht. Mir ist unklar, wie diese zweite Kugel Clara treffen konnte, da sie ganz sicher in Deckung war. Dude, siehst du, wo ihr Kopf ist? Wo ist das in Deckung? Die eigentliche Sünde hier ist eher, dass sie die Kugel in die Schulter trifft und nicht in den Schädel. Ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Alter, ohne Witz. Rob zieht den Sündenzähler unnötig hoch, Klischee. Gib dein Bestes und ich gebe meins. Ich glaube, ich spreche für alle, die dieses Game durchgespielt haben, wenn ich sage, fick dich Mission, fick dich in den Arsch. Yep, das stimmt. Dafür werde ich auch einen Punkt abziehen. Aber es gibt einen ziemlich einfachen Weg, die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Einfach in dem Moment, wo man aus der Cutscene rauskommt, sofort die Karte öffnen und sich die angezeigten Punkte merken oder einen Screenshot davon machen. Nein, nicht den einzig interessanten Charakter in diesem Spiel. Rob besündigt etwas, das er mag, Klischee.